Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute noch einmal so zahlreich hier begrüßen zu dürfen, trotz des Platzregens oder vielleicht auch wegen des Platzregens. Sie haben sich alle hierher geflüchtet. Es ist schön, dass Sie alle hier sind. Mein Name ist Andreas Viktor Walser. Ich bin, wie Sie inzwischen wissen dürften, als Vorsitzender des ZAZ auch Mitorganisator dieser Ringvorlesung. Und ich darf Sie gleich zu Beginn auf zwei kommende Veranstaltungen hinweisen. Wie Sie wissen, ist das hier heute die letzte reguläre Vorlesung in der Reihe. In einer Woche haben Sie die Möglichkeit, hier in diesem Raum zur üblichen Zeit einen Vortrag anlässlich einer Buchvernissage zu hören, einen Vortrag von Neville Morley aus Liverpool, Newcastle, muss ich nochmal nachschauen, über The Discontents of Democracy. Er hält diesen Vortrag anlässlich der Präsentation eines Tagungsbandes, den wir herausgegeben haben, anlässlich oder ausgehend von den Beiträgen bei der ersten Tagung, die das ZAZ organisiert hat, über Populismus in der griechischen Antike und heute. Sie sind alle herzlich eingeladen zu diesem Anlass. In zwei Wochen wird wiederum in der Aula der eigentliche Abschluss der Ringvorlesung stattfinden mit einem ZAZ-Podium. Bei diesem Podium wird der Botschafter Jörg Lauber, Schweizer Botschafter bei der UNO, mit der Professorin für alte Geschichte, Sitte von Reden aus Freiburg, über Konflikt und Konfliktlösung in der Antike und heute diskutieren und bei diesem Anlass nochmals sehr viele Themen aufgreifen, die wir im Verlauf des Semesters besprochen haben. Die Einladung zur Buchvernissage in der nächsten Woche ist insofern natürlich etwas fies, da die Studierenden unter Ihnen während dieser Zeit nämlich nicht bei diesem Vortrag sein können, sondern die Prüfung zu schreiben haben. Ich hoffe, Sie haben alle die Möglichkeit bereits genutzt, die Probeprüfung zu absolvieren, auszutesten, ob das technische Setting funktioniert. Wenn das nicht so ist, haben Sie bis heute 10 Uhr abends, glaube ich, noch die Zeit, eben diese Probeprüfung zu machen. So viel an Vorankündigungen, jetzt aber endlich zum Programm des heutigen Abends. Als Organisator einer Ringvorlesung über Krisen und Krisenbewältigung hätten wir zweifellos eine Chance verpasst, wenn wir Tobias Straumann nicht als Referenten hätten gewinnen können. Nur wenige Forscher, insbesondere an der Universität Zürich, sind so präsent wie er, immer wenn es um das Thema Krisen geht. Tobias Straumann ist Professor für Geschichte der Neuzeit und Wirtschaftsgeschichte am Historischen Seminar und zugleich auch Dozent für Volkswirtschaft am Institut für Volkswirtschaft. Außerdem ist er akademischer Leiter des Master of Advanced Studies in Applied History, ebenfalls an unserer Universität. Tobias Straumann studierte Geschichte, Soziologie sowie Wirtschafts- und Sozialgeschichte hier in Zürich, in Paris und in Bielefeld und er promovierte mit einer Geschichte zur Basler Chemie bei Rudolf Braun. Nach mehrjähriger Tätigkeit als Journalist kehrte er an die Universität zurück, wurde dann 2007 mit einer Studie zu den Wechselkursregimen der Schweiz und anderer europäischer Kleinstaaten im 20. Jahrhundert habilitiert. Seit 2009 ist er als Lehrbeauftragter in der Wirtschaft und in der Geschichte in Zürich, aber auch in Basel tätig. Und seit 2021 nun lehrt er als ordentlicher Professor für Geschichte der Neuzeit und Wirtschaftsgeschichte am Historischen Seminar. Die schon in den Qualifikationsschriften dokumentierten Forschungsschwerpunkte von Tobias Straumann sind die Finanz- und Währungsgeschichte, die
Geschichte der Schweizer multinationalen Unternehmen und die politische Ökonomie der Schweiz ganz allgemein. Dabei geht es ihm besonders um das Zusammenspiel von Wirtschaftskrisen, Institutionen und eben nicht zuletzt der Politik. Dies dokumentieren auch etwa die zuletzt erschienenen Bücher einmal zum Krisenjahr 1931 und dem darauf folgenden Aufstieg Hitlers oder auch zum Generalstreik in der Schweiz von 1918 im internationalen Vergleich. Nicht nur mit seinen eigenen Kolumnen in der NZZ am Sonntag ist Tobias Straumann auch in den Medien sehr präsent. Man könnte die Frequenz seiner immer wieder lehrreichen Auftritte in Fernsehen und Radio geradezu als Krisenbarometer für die Schweiz werten. Das ein Krisenbarometer, das zuletzt etwa beim Ende der Credit Suisse wieder einmal ganz hoch ausgeschlagen hat, wo man Tobias fast täglich oder mehrmals täglich im Fernsehen verfolgen konnte. Wenn wir nun Tobias Straumann die letzte reguläre Vorlesung in unserer Reihe anvertrauen, dann werten wir das allerdings nicht als Krisensymptom für unsere Veranstaltung, sondern wir freuen uns einfach ganz sehr darüber, dass wir ihn in unserer Runde haben. Lieber Tobias, ich freue mich auf deine Vorlesung. Ja, danke vielmals, Viktor, für diese freundliche Einführung. Danke vielmals für die Einladung und dass Sie eben trotz Regen Liquidität gekommen sind. Ich habe vor, das Thema in zwei Teilen zu bewältigen, und zwar einen ganz relativ kurzen Teil, wo ich einfach den Mechanismus von Finanzkrisen erkläre. Und die Hauptbotschaft ist, dass es relativ eine einfache Sache ist. Es ist unglaublich banal, es ist nicht sehr schwierig zu verstehen. Und nachher kommt der traurige Teil. Es ist zwar eben einfach zu verstehen, aber es wiederholt sich immer und man kann es nicht verhindern. Und Sie sehen, ich fange relativ früh an und gehe mehr oder weniger bis in die Gegenwart. Und da werden Sie sehen, das ändert sich zwar ein bisschen, aber so der Grundmechanismus ist eigentlich immer etwa derselbe. Ich habe noch eine Literaturliste für die Studierenden oder wenn Sie sich selber noch interessieren, da weiter einzusteigen. Ich könnte vielleicht am Schluss noch dazukommen, aber Sie können mich auch anfragen. Ich verschicke die Folien sehr gerne. Gut, jetzt kommt eigentlich der wichtigste Teil und eben mir geht es darum, Ihnen zu zeigen, wie einfach das ist, was hier passiert. Das erste Element ist, dass wir immer, logischerweise vor einer Finanzkrise, haben wir einen relativ schnellen Aufbau des Kreditvolumens und oder der Schulden. Schnell heißt, ist natürlich relativ, da kann man keine genaue Zahl nennen, aber wenn plötzlich über mehrere Jahre diese Zuwachsrate schnell ansteigt, dann kann man in der Regel davon ausgehen, dass früher oder später ein Problem auftaucht. Dann das Zweite, das ist vielleicht weniger bekannt, aber leuchtet auch sofort ein. Die Finanzkrisen brechen praktisch immer dort aus, wo kurzfristige Verschuldung da ist. Und das ist oft nur ein kleiner Teil des Finanzsystems. Wenn Sie an 2008 denken, das war nicht das ganze Finanzsystem, das betroffen war, sondern es waren ja nur diese verbrieften Hypothekarkredite, die dann in einem sogenannten Schattenbankensystem, also eine Art Geldmarkt, verwendet wurden, um Kredite abzusichern. Und das war ein ganz kleiner Teil des gesamten Finanzsystems, diese Art von Finanzierung. Aber dort hat es dann geklemmt und dann hat es sofort eine Art Stillstand gegeben dieser Kreditflüsse im ganzen System. Also das ist kurzfristig, das ist sehr anfällig und das ist relativ klein. Und das erklärt vor allem im modernen Finanzsystem, warum es immer wieder dazu kommt, denn es gibt sehr viele kurzfristige Finanzflüsse. Dann kann man natürlich weitergehen, das ist das, was Ihnen vielleicht eher vertraut ist. Es gibt verschiedene Typen von Krisen. Das kann man dann einfach schauen, gemäß Institutionen oder Schuldtyp. Zum Beispiel bei den Banken natürlich, die sind massiv verschuldet. Dort ist das Gefährlichste sind die Hypothekarkredite. Ich zeige Ihnen nachher gleich noch ein Beispiel. Kann dann natürlich auch zu Bankruns führen. Bei den Wertschriften sind es Aktien und Obligationen.
oft Staatsobligationen. Bei der letzten 2008er-Krise waren es natürlich auch Wertschriften, aber es waren eigentlich Hypothekarkredite, die verbrieft wurden, wie gesagt. Also es sind eigentlich dann als Obligationen herumgelaufen. Und ein Problem war, dass diese Kategorie geändert wurde. Hypothekarkredite, das braucht eine ganz andere Expertise als der Handel mit Staatsobligationen. Aber indem das die Kategorie gewechselt hatte, wurde es natürlich viel anfälliger. Und dann natürlich bei den Währungen kann das auch passieren. Und jetzt eben, warum passiert das immer, wenn wir doch, das, ich meine, das ist schon die ganze Vorlesung, diese zwei Bullet, das ist eigentlich alles gesagt. Warum passiert es dann immer wieder? Und ich glaube, es sind, man kann drei Gründe nennen, man kann vielleicht auch noch weitere Gründe nennen, aber für mich jetzt so von der Beschäftigung mit Finanzkrisen sind es diese drei, die sehr wichtig sind. Das eine ist die Bedeutung der Theorie. Ich sage bewusst Theorie, weil es eben bei jedem Aufbau dieser Schulden gibt es immer sehr gescheite Leute, die sagen, nein, das ist alles in Ordnung. Das sieht zwar aus wie das letzte Mal, aber wir wissen ja, dass es ein Problem ist und deswegen kann es nicht passieren. Also das beste Beispiel ist Irving Fisher, ein wirklich hervorragender Ökonom, Amerikaner, hat also wirklich, glaube ich, im September 29 gesagt, sei also tipptopp da beim Aktienmarkt und das habe noch viel Potenzial nach oben. Und er wollte dann auch ein Buch herausgeben und er hat ein bisschen Verzögerung gehabt und hatte dann Glück und konnte das Vorwort dann noch anpassen. Weil nur einen Monat später ging die ganze Musik in die andere Richtung. Also es ist nicht so, dass die Leute einfach dumm sind oder das nicht sehen, sondern jedes Mal kommen sehr gescheite Leute und sagen, ja, das ist was ganz anderes. Also in den 20er Jahren hat man zum Beispiel gesagt, ja, wir sind jetzt da aus dem Weltkrieg, haben wir uns wieder emporgearbeitet, wir sind sehr innovativ, eben Elektrizität, Radio, das ganze Autoindustrie und so weiter. Bei der Finanzkrise 2008 hieß es, dass eben diese Verbriefung der Hypothekarkredite das Risiko viel besser streut. Was nicht ganz falsch ist. Oder? Wir haben in der Schweiz ja immer noch das System, wo die Hypothekarkredite hauptsächlich auf der Bilanz der Banken liegen, also vor allem bei den Kantonal- und Regionalbanken. Und wenn natürlich ein Abschwung der Häuserpreise kommt, dann ist die Bank viel stärker betroffen. Und je nachdem, wenn sie noch regional konzentriert arbeiten, natürlich unglaublich verwundbar. Und die Idee war eben, mit dieser Innovation der Verbriefung verteilen wir das überall. Und wenn es dann schief läuft, dann haben wir so viele Schultern, auf denen dann diese Last getragen wird, dass nichts passieren kann. Das ist nicht genau das Gegenteil passiert. Es gab eine maximale Ansteckung in der Weltwirtschaft und im Finanzsystem. Aber das war die Theorie, oder? Wir sind eigentlich viel besser abgesichert. Und diese Formulierung, this time is different, habe ich von dem Buch da, das sehr wichtig ist, von Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff, das ist gerade um die Zeit der Finanzkrise erschienen und ich finde, sie haben das sehr gut auf den Punkt gebracht, weil sie eben sagen, this time is different bezieht sich immer auf die Phase, wo eben der Boom wirklich da ist, wo eben die Schulden aufgebaut werden. Und dann ist eben nicht die Aussage, this time is different, ja, das hat nichts zu tun mit früher, sondern im Gegenteil, wir wissen ganz genau, dass das gefährlich ist, aber eben es ist etwas ganz anderes, als es früher war und deshalb müsst ihr euch keine Sorgen machen. Also es ist nicht eine blinde, nicht ein blindes Verhalten, im Gegenteil, es ist fast zu transparent und eben weil Theorie dahinter steckt, ist es gefährlich. Dann natürlich zweitens, es ist natürlich immer rational, sich an einem Boom zu beteiligen, vor allem wenn man natürlich geübt ist in dieser Art von Geschäft. Und das gibt natürlich immer vor allem die Insider, die den Markt gut kennen, die natürlich sehr gut auch davon profitieren können. Und dann aber gilt das selbst für diejenigen, das ist der dritte Grund, selbst für diejenigen, die viel Erfahrung haben, die verpassen natürlich den Zeitpunkt auch oft. Also wenn die rechtzeitig aussteigen würden, wäre vielleicht dann die Finanzkrise nicht so schlimm, aber es ist eben immer so, dass selbst die Insider oder die sogenannten Erfahrenen, die haben dann auch enorme Verluste. Mal zum Beispiel bei der Finanzkrise 2008 konnte man in den USA schauen, wie die obersten Bankmanager privat angelegt haben und da sieht man also nicht, dass die sich noch rechtzeitig abgesetzt hätten, sondern die sind auch selber privat, nicht alle, aber die meisten privat wirklich geradewegs in den Abgrund
geschritten. Das zeigt, dass selbst die eben mit der Zeit glauben, dass this time is different. Also es gibt also starke Gründe, aber es sind eigentlich eher psychologische oder ich weiß nicht, wie man dem sagen soll, kulturelle oder fast anthropologische Gründe, die dafür sorgen, dass eben bei diesem Schuldenaufbau jedes Mal die ganze Gefahr unterschätzt wird. Gut, dann noch ein paar weitere Angaben. Interessant ist dann immer der Wendepunkt. Da gibt es zwei Begriffe. Der eine ist der sogenannte Minsky Moment, benannt nach Hyman Minsky, einem Ökonomen, der eigentlich als einer der ersten eben makroökonomische Betrachtung mit dieser Finanzbetrachtung verbunden hat. Das ist wirklich sehr getrennt. Das ist fast so schlimm wie zwischen Antike und Neuzeit, die Trennung zwischen makroökonomischem Denken und eben Leute, die das Finanzsystem untersuchen. Und was wir ja jetzt immer wieder gesehen haben, das lässt sich ja nicht trennen. Aber es ist wahnsinnig ausgeprägt, diese getrennte. Wir haben ja auch hier an der Uni Zürich haben wir Banking und Finance. Das ist ein völlig eigenes Institut und die Volkswirtschaftslehre. Also wir sind nur ein paar Meter, 100 Meter auseinander, aber das ist sehr getrennt. Und er war aber einer der Ersten, der das zusammengebracht hat. Es gibt heute natürlich mehr Leute, die das tun, unter dem Eindruck dieser verschiedenen Krisen, aber es ist immer noch nicht selbstverständlich. Also das ist eben der Minsky-Moment, das ist eben der Zeitpunkt, wo die Leute realisieren, oh, jetzt wird es eng. Ich bin da auf der einen Seite verschuldet, da muss ich etwas zahlen oder eine Bank oder irgendeine Pensionskasse und auf der anderen Seite, die Einnahmen sind tiefer als diese Schulden, die ich da eben kurzfristig begleichen muss. Und das gilt auch für einen Staat. Es gibt auch den Wiley-Coyote-Moment, das hat Paul Krugman hat diesen Ausdruck geprägt, das kennen Sie, das ist diese Comicfigur, die über den Abgrund rennt und erst viel später merkt, dass da kein Boden mehr ist. Und der Moment, wo die Figur das merkt, dass es runtergeht, das ist der Wendepunkt der Finanzkrise. Also das ist ein gutes... Und eben das gehört dazu, eben man geht einfach weiter und denkt, das geht so weit plötzlich. Und dann geht es eben dann sehr schnell. Und das ist das Problem, dass eben dann der Beginn und der Verlauf der Krise, die sind dann wieder genau in die umgekehrte Richtung oder fast noch stärker getrieben von einer unglaublichen Herdenverhalten. Wenn ich ein Liquiditätsproblem habe, dann versuche ich mit allen Mitteln irgendwo noch gewisse Anlagen immer zu liquidieren, damit ich die aufgelaufenen Schulden begleichen kann. Und das führt eben zu diesen ganz schlimmen Ansteckungsgefahren. Ich muss ja dann auch Papiere verkaufen, die eigentlich völlig solid sind, aber ich brauche unbedingt die Liquidität. Und das führt dazu, dass dann alle, zum Beispiel im Aktienmarkt, im Prinzip alle Kategorien oder alle Firmenaktien dann sinken. Und es kann auch bei den Staatsanleihen dazu führen, dass, wenn ich jetzt in Brasilien ein Problem habe, dass nachher die ganz lateinamerikanischen Staatsobligationen auch gerade verkauft werden. Und dann flieht man dann in die amerikanischen Staatsanleihen, um sicher zu sein. Also das ist das Gefährliche, dass eben die Abwärtsbewegung, die ist oft fast doppelt oder dreimal so schnell oder sogar zehnmal so schnell wie der Aufbau. Dann, was die Leute sehr verwirrt, und ich habe es jetzt schon ein bisschen angedeutet, dass es natürlich dann oft eben Übertragungen gibt, Rückkopplungen, und dann haben die Leute immer das Gefühl, das ist wahnsinnig kompliziert, ich komme nicht mehr draus. Aber es ist auch nicht so besonders schwierig, man muss einfach die Chronologie anschauen. Zum Beispiel jetzt wieder 2008. War nicht schwierig, es war einfach ganz banal, es war eine Immobilienkrise. Und dann hat sich die übertragen auf das Bankensystem, das Finanzsystem und dann auf die Realwirtschaft. Und dann gibt es natürlich Folgeprobleme, und zwar globale. Aber die Analyse ist nicht so schwierig. Am Schluss ist dann natürlich, greift das ineinander über, aber wenn man einfach chronologisch schaut, kann man sich schon orientieren und weiß dann auch, wo man zunächst eingreifen muss. Und noch zum Schluss zwei Beobachtungen. Wir haben eigentlich in den letzten 200 Jahren zwei Typen von Krisen ausgeprägt gehabt. Das eine sind die Staatsschuldenkrisen in den Schwellenländern und das beginnt schon nach der napoleonischen Zeit. Also die erste ganz große Staatsschuldenkrise ist nach der Unabhängigkeit der lateinamerikanischen Länder 1825 und das schlägt dann voll über auf London. London war damals der wichtigste Finanzplatz, wo
Die Kredite wurden von da gesprochen. Also das ist das eine, das haben wir periodisch. Erstaunlicherweise haben wir es jetzt nicht gehabt, obwohl wir einen unglaublichen Zinsschock beobachten konnten. Also das FED und auch die EZB sind sehr stark mit den Zinsen hoch und in der Regel gibt es dann eine Staatsschuldenkrise bei den Schwellenländern. Bis jetzt noch nicht zum Glück, aber wäre eigentlich zu erwarten gewesen. Das war das Muster der letzten 200 Jahre. Und das andere für die reichen Länder, OECD-Länder, ist immer das Schlimmste, eben die Immobilienkrisen. 2008 ist klassisch, aber auch die Schweiz, die kostspieligste Bankenkrise der letzten 100 Jahre, waren nicht die 30er Jahre oder die UBS-Krise, sondern die Immobilienkrise der 1990er Jahre. Da sind Dutzende von Banken verschwunden und das hat auch voll auf die Realwirtschaft durchgeschlagen. Ich kann mich wirklich gut erinnern, ich suchte nämlich damals einen Job und nach der Assistenzzeit und es war nicht so einfach. Es war natürlich harmlos im Vergleich zu anderen Ländern, aber es war wirklich zum ersten Mal in der Schweiz eine gewisse Arbeitslosigkeit, weil etwa 6 Jahre die Wirtschaft stagniert hat. Ich zeige Ihnen hier eine gute Grafik über die amerikanischen Rezessionen seit dem Zweiten Weltkrieg und Sie sehen, die meisten Rezessionen waren V-Rezessionen und dann plötzlich sehen Sie diese gestreckten Krisen. Die obere Kurve, die braune, das ist die Krise im Anschluss an das Platzen der Dotcom-Bubble und das untere ist eben 2007 und was zeigt uns das an? Hier sind das ist einfach die Zeitachse, das sind die Monate seit dem Ausbruch der Krise. Und da sehen wir den Rückgang der Beschäftigung, also eine Art Arbeitslosenindikator. Wobei in Amerika muss man immer aufpassen mit der Arbeitslosenquote, weil die Beitragsdauer ist sehr kurz. Also man ist relativ schnell, fällt man raus aus der Arbeitslosenversicherung und landet bei der Fürsorge. Deshalb nimmt man besser einfach die Beschäftigung. Abzug prozentual und Sie sehen, wie speziell eben die realwirtschaftliche Entwicklung nach der Finanzkrise von 2007-2008 war. Es ging ewig, also der Tiefpunkt war erst nach 2 Jahren erreicht und bis sich es nur schon normalisiert hat, das waren etwa 6 Jahre, also ähnlich wie in der Schweiz, bis man nur wieder auf dem Niveau war der Vorkrisenzeit. Also eine ganz kostspielige Sache und der Grund ist klar, Hypothekarmarkt ist mit Abstand der größte Kreditmarkt bei uns und eben ist natürlich direkt mit dem Finanzsystem verbunden und von da aus gibt es dann eben sehr schnell diese Ansteckung oder diese Folgen für die realwirtschaftliche Entwicklung. Also deshalb, wenn wir über die Schweiz reden, das eine ist sicher die potenzielle UBS-Krise, die man nicht ausschließen kann. Das kann gefährlich werden. Aber viel gefährlicher ist meines Erachtens eine erneute Immobilienkrise. Und das kann passieren, zum Beispiel, wenn die Einwanderung rapide schnell zurückgehen würde oder wenn im Zinsschock oder beides zusammen. Also das kann man nicht ausschließen. Im Moment haben wir einfach diese hohe Einwanderungsrate, damit gibt es eine sehr hohe Nachfrage nach Wohnraum. Solange das der Fall ist, ist diese Gefahr nicht so groß, aber das ist nicht ein Risiko, das man einfach ausschließen kann, so wie wir eben eine künftige UBS-Krise nicht ausschließen können. Gut, das wäre es eigentlich schon. Sind Fragen? Nein, ja, jetzt geht es einfach darum, das ein bisschen zu exemplifizieren. Ich möchte da auch nicht zu ausführlich werden, aber ich glaube, wenn Sie diese verschiedenen Typen in der Geschichte etwas kennengelernt haben, dann können Sie es nachher noch besser vorstellen. Ich fange natürlich in der Antike an, fühle mich aber sehr unter Druck jetzt, weil ich natürlich mich nicht so gut auskenne. Und bitte nachher sofort korrigieren, wenn ich hier Dinge erzähle, die nicht ganz stimmen. Aber was man jetzt von der Typologie her, die ich am Anfang gezeigt habe, sagen kann, ist wahrscheinlich schon, dass das Bankensystem relativ klein war. Es gab natürlich Kreditsysteme, logisch, das gibt es immer, auch wenn es nicht offiziell ein großes Bankensystem gibt, aber im Vergleich zu dem, was wir nachher sehen, war der Umfang an Krediten klein, außer vielleicht für den Staat. Es gab kaum Wertschriften und deswegen, soweit ich das absehen kann, ist der häufigste Typ von Finanzkrisen eigentlich Staatsschuldenprobleme, die dann
über die Inflation gelöst werden oder eben auch nicht gelöst werden. Und das war natürlich immer mit Krieg verbunden und in der Antike gibt es natürlich oft Kriegsphasen, die länger dauern, die den Staat überfordern und deswegen gar keine andere Wahl mehr da ist, als die Münzen in der Regel zu verschlechtern. Ich bringe nur zwei Beispiele. Hier habe ich etwas gefunden in der Literatur. Ist ein Auszug aus der Komödie von Aristophanes, Frösche. Da bezieht er sich auf den Peloponnesischen Krieg. Und die athenische Regierung, die hat diese relativ soliden Münzen, Gold- und Silbermünzen, dann immer mehr mit Kupfermünzen ersetzt. Und Sie sehen das am Schluss dann eben. Zunächst wird eben gesagt, früher war alles besser mit den alten Münzen und jetzt ist es nicht mehr gut. Jene braucht ihr nicht mehr, sondern dieses schlechte Kupfergeld, gestern oder ehegestern ausgeprägt von schlechtem Klang. Und es wird auch eine Analogie gemacht zwischen der Qualität von Staatsführung und dem Währungssystem. Aber da sieht man, das ist natürlich reflektiert worden und hat enorm zur Schmälerung der Kaufkraft der Bevölkerung beigetragen. Also das gibt es immer wieder. Das ist sehr zufällig ausgewählt. Berühmt ist natürlich schon Diokletian. Sehr interessante Geschichte. Ich habe eigentlich gedacht, es sei klar, was passiert ist. Aber ich glaube, es gibt immer noch eine Forschungskontroverse, ob sie effektiv gescheitert ist oder eben nicht. Was ist passiert? Wir haben im ersten Jahrhundert bis Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Christus eine relativ stabile Ordnung, also Währungsordnung in Rom. Und dann kommt eine schleichende und dann eine dramatische Münzverschlechterung, natürlich logischerweise wieder durch den Krieg. Das dritte Jahrhundert ist ja sehr kriegerisch, die Soldatenkaiser lösen sich da in kurzer Frist ab. Und dann versucht man mehrmals immer wieder dieses Währungssystem zu stabilisieren. Und Diokletian ist wahrscheinlich der berühmteste am Ende des dritten und am Anfang des vierten Jahrhunderts. Und es hat drei Elemente. Er führt neue Münzen ein, sowohl Gold, Silber wie auch vor allem Kupfermünzen. Es sind drei Typen von Kupfermünzen. Dann hat er Währungsedikte und dann noch, das ist das berühmteste, dieses Hochpreisedikt, das man gefunden hat. Und das sind also Preise für ganz viele Waren eingraviert und damit hat man natürlich auch einen Einblick in die ganze Wirtschaft und die Alltagskultur der damaligen Zeit. Und es war sehr ernst gemeint, eben bei Zuwiderhandlung drohte Todesstrafe. Also wenn irgendein Händler einen zu hohen Preis verlangt hat, dann musste er mit drakonischen Strafen rechnen. Jetzt das Problem war, dass bei den Währungsedikten hat Diokletian oder diese Tetrarchie, diese vier Kaiser, haben das Gold, das haben sie mehr oder weniger stabil gelassen, aber die Währung darunter, also die Silber und vor allem die Kupfermünzen, haben sie in ihrem Wert verdoppelt. Und zwar nicht, was den Inhalt belangt, also den Metallinhalt, sondern einfach gesagt, also ein Franken ist jetzt zwei Franken. Mit genau der gleichen Metall, mit dem gleichen Metallgehalt. Also man hat da die Währungsverhältnisse sehr stark verändert. Das hat natürlich Inflation produziert. Es hat dazu geführt, dass die Leute natürlich die Goldmünzen gehortet haben, weil das war noch die einzige Währung, die etwas getaugt hat. Und diesen Inflationsschub, den man wahrscheinlich erwartet hat, hat man eben versucht zu bremsen, indem gleichzeitig dieses Hochpreisedikt eingeführt wurde. Also jetzt aus moderner Sicht würde man sagen, also schlimmer kann man es nicht machen. Also zuerst produziert man massive Inflation und dann sagt man aber, ihr dürft die Preise nicht anpassen. Das geht irgendwie nicht. Ich habe aber auch Interpretationen gefunden, dass das doch nicht so schlecht war. Was sicher klar ist, natürlich der Schwarzmarkt hat sofort geblüht. Es war zwar gefährlich, Todesstrafe, aber stellen Sie sich vor, in diesem großen Reich, vor allem auch in etwas abgelegeneren Gebieten, es war natürlich unmöglich durchzuführen und es hat dann auch nicht funktioniert, weil das Reich wieder sehr instabil wurde und diese Edikte gar nicht mehr umgesetzt werden konnten. Aber da sieht man auch, also es war ein Versuch nach einem sehr langen kriegerischen Jahrhundert sozusagen. Die Inflationsrate ist etwa auf 10-20% angewachsen jährlich. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber in einer
Gesellschaft, wo die Leute immer so am Existenzminimum lebten, war das natürlich sehr schmerzhaft. Also man hat es probiert, aber ich glaube, man muss schon sagen, er ist dann gescheitert damit. Ja, wie gesagt, es gibt Leute, die das anders interpretieren. Aber das ist so ein bisschen der Typ in der Antike, Staatsschulden infolge von Kriegen. Das sehen wir übrigens bis in die Gegenwart immer wieder. Der Mechanismus ist alt. Was einfach damals natürlich nicht ging, war Notenpresse. Man hat es dann einfach mit der Verschlechterung der Münzen gemacht. Auch das zieht sich ja weit bis ins 19. Jahrhundert durch. Und eben jetzt kommt eigentlich die schlimmste Innovation, wenn Sie so wollen, das Papier und das Papiergeld und die Wertschriften. Jetzt wird es natürlich viel einfacher, Inflation zu erzeugen. Man sagt, dass in China das zum ersten Mal passiert ist. Auch dort ist das interessant, in China gibt es weder Silber noch Gold. Es gibt Kupfer in rauen Mengen, aber Kupfer für große Zahlungen, das ist nicht unmöglich. Da muss man irgendwie drei Eselskarren mieten, damit man das begleichen kann. Deswegen war der Übergang zum Papiergeld natürlich sehr, sehr attraktiv. Und eine Zeit lang funktioniert das auch. Aber logischerweise mit der Zeit kann man diesen Wert nicht halten, weil dann der Staat doch findet, ja, das wäre noch gut, wenn wir das finanzieren könnten, kommen auch wieder Kriege ins Gehege. Und dort sieht man dann, es kommt automatisch zur Inflation. Also das ist schon interessant. Wir haben eigentlich nie ein Papiergeld-Experiment vor dem 20. Jahrhundert oder nein, vor 1973, das nicht zur Inflation führt. Haben wir nie geschafft. Wir haben jetzt nur noch Papier. Wir haben kein Gold, nur noch Papier. Bis jetzt hat es gut funktioniert. Also es ist eigentlich eine zivilisatorische Leistung, die man nicht genug betonen kann. Es ist noch ein bisschen früh zu bilanzieren, aber immerhin 50 Jahre war das Geldsystem relativ stabil. Wir hatten jetzt Inflation, aber Sie haben gesehen, die Zentralbanken haben es eigentlich recht schnell wieder unter Kontrolle gebracht. Und auch die Wirtschaft hat sich eigentlich sehr gut daran angepasst. Also das ist das Muster, das wir sehen. Richtig dramatisch wird es dann in Italien. Italien ist sozusagen das Gebiet, wo das ganze moderne Finanzsystem bis heute eigentlich erfunden wurde. Eine der wichtigsten Innovationen war der Wechsel zur Finanzierung des Handels. Das war eine sehr, sehr wichtige Innovation, weil man nun nicht das Geld mittransportieren musste, wenn man etwas gekauft hat, sondern man hat einfach ein System gehabt unter den verschiedenen Financiers und Banken und die haben gegenseitig diese Wechsel anerkannt, also dieses Wertpapier. Das hatte eine Dauer von 3 Monaten, weil ungefähr so lang braucht es, bis wirklich eine Handelstransaktion wirklich abgeschlossen wurde. Und dadurch hat das Bankensystem natürlich enorm an Bedeutung gewonnen. Und was jetzt eben passiert, und das ist bis heute der Fall, dieser Handelswechsel war natürlich nicht nur dazu da, eben eine physische Transaktion zu begleichen, sondern ich konnte natürlich Zusatzgeschäfte mit dem machen. Ich konnte das Papier jemandem hinterlegen, um dann einen Kredit aufzunehmen. Und damit konnte ich wieder etwas anderes tun. Also dieses System, das wir auch heute kennen bei den Banken, dass die Banken nur etwa 10% der Kredite sind wirklich durch Spargelder gedeckt. Also die Banken können ja Geld schaffen, indem sie Kredite vergeben. Das ist da schon angelegt. Und das ist eigentlich vielleicht die wichtigste Erfindung bis heute, dass man eben mit Wertschriften Zahlungen begleicht und diese Wertschriften dann verwenden kann, alle möglichen weiteren Finanztransaktionen eben mit einer Sicherheit zu hinterlegen. Und es kommt nun eben zum Aufbau eines internationalen Bankensystems und eine der spektakulärsten Krisen schon im Spätmittelalter ist, was in Florenz sich abspielt. Wiederum Krieg, Staatsschuldenprobleme, aber nicht in Italien, sondern in England. Also die florentinischen Banken haben dem englischen König Kredite gegeben, der ist pleite, gibt sofort eine eine Bankenkrise in Florenz. Und das hat enorme Auswirkungen. Gleichzeitig hat die Stadt Florenz selber noch Probleme, es kommt zu x Konkursen. Und was ich noch verrückter finde, wir haben gleichzeitig noch eine Hungerkrise und noch die Pest. Alles gleichzeitig. Also wenn man heute sagt, das sei so schwierig in der
ja, heutigen Zeit irgendwie durch das Leben zu kommen. Also wenn man das sieht, dann denkt man, das ist ja absolut verrückt. Innerhalb von etwa 3 Jahren ist das alles passiert. Aber Florenz hat sich eigentlich dann schnell wiederholt. Aber es ist genau, was wir bis heute haben: Internationalisierung, Kredite, eben Bankhäuser, die eigentlich auf den ersten Blick sehr solid aussehen, dann ändert sich etwas im Ausland und es gibt sofort die Ansteckung und am Schluss entsteht daraus eine lokale Wirtschaftskrise. Und das ist eigentlich, damit ist, sind die wesentlichen Parameter gesetzt, aber eben die entscheidende Erfindung war das Papiergeld und die Papierwertschriften. Gut, jetzt noch möchte ich 2 wichtige Krisen behandeln, bevor wir dann schon in die Gegenwart zurückkehren. Das eine ist diese Tulpenmanie, von der haben Sie sicher schon gehört. Immer wenn Sie einen Vortrag über Finanzkrisen hören, fangen Sie immer mit dem an. Es war einmal im 17. Jahrhundert in den Niederlanden und die Niederlande waren ja damals tatsächlich absolut führend in allen Bereichen, im Handel, in der Landwirtschaft, in der Textilindustrie und auch im Finanzwesen. Banken, Börsen und so weiter. Also in dem Sinne passt das schon. Aber es ist wirklich überschätzt. Es beruht auf einer Quelle, einem Bericht aus dem 19. Jahrhundert. Der hat einfach so Sensationen zusammengetragen. Das Buch ist von McKay, da sehen Sie Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. Das war ein Bestseller damals und seitdem ist das etabliert, dass die Tulpenmanie eine Finanzkrise war. Aber eigentlich seit den Paper da von Peter Garber im Journal of Political Economy von 1989 ist eigentlich die Meinung ist sehr stark, hat sich sehr stark geändert. Das eine ist mal, dass es überhaupt keine realökonomischen Auswirkungen hatte und das habe ich Ihnen ja gesagt, das ist ja genau der Witz, warum Finanzkrisen so gefährlich sind. Die schlagen immer durch auf die Realwirtschaft, im Beispiel Florenz im 14. Jahrhundert. Das zweite ist, es ist kein eigentliches Finanzgeschäft. Das Tulpengeschäft ist spekulativ, weil man sich vor allem erhofft hat, dass man diese speziellen gefleckten Tulpen bekommt. Und das konnte man nicht wissen, wenn man die Knospen kauft. Das war sowieso spekulativ. Und das hat immer enorme Preisschwankungen gehabt. Aber das gehörte zum Geschäft. Und das dritte habe ich schon gesagt, die Hauptquelle stimmt gar nicht. Und dann gibt es ein neues Buch, von Anne Goldgar, einer Finanzhistorikerin, die nun wirklich in die Quellen gegangen ist. Und sie sagt dann ganz klar, while the 1630s did see a speculative bubble in tulip prices, neither the height of the bubble nor its bursting were anywhere near as dramatic as we tend to think. Also es war relativ eine harmlose Geschichte. Es hat eben zu viel Spottanlass gegeben. Eben das ist ein Narrenwagen. Die Leute, die haben alle ein bisschen durchgedreht. Das ist eben das Typische bei diesem Aufbau von spekulativen Blasen, aber es ist nicht eine Finanzkrise im Sinne, wie wir sie eigentlich heute verstehen. Und eben die florentinische Krise ist viel moderner als diese Tulpenmanie. Die wirklich ganz erste moderne, da ist man sich, glaube ich, auch einig, Krise ist eine Doppelkrise, Mississippi Bubble und South Sea Bubble. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal davon gehört haben. Die einen oder anderen haben vielleicht den Namen John Law schon mal gehört. Das war der Mastermind hinter der französischen Variante dieser Krise. Es war eine Doppelkrise, Paris, London. John Law war ein schottischer Irgendwas, der in einem Duell den Duellanten getötet hat und dann geflohen ist. Und John Law heißt eigentlich Gesetz, aber er hat eigentlich die illegalsten Dinge gemacht, die man sich vorstellen konnte, wurde dann auch vertrieben aus Paris und ist verarmt dann in Venedig gestorben. Warum ist das die erste moderne Finanzkrise? Da stütze ich mich auf Larry Neal, so ein bisschen der wichtigste Finanzhistoriker für die frühe Neuzeit. Er sagt eben, wir haben hier 2 Bubbles und zwar sogar noch mit einer Übertragung auf Holland und Deutschland, aber vor allem in Frankreich und in England. Und es war sozusagen der erste internationale Aktienpreis-Bubble, den wir beobachten können. Also das ist, geht noch weit über das hinaus, was wir in Florenz gesehen haben. Der Mechanismus nicht, aber in seiner Dimension ist es wirklich erst möglich, natürlich mit dem Aufbau der Börsen, die im 17., 18. Jahrhundert sich etablieren.
Aber jetzt sehen Sie wieder, es ist wieder die gleiche Geschichte. Hohe Verschuldung wegen dem spanischen Erbfolgekrieg. Sowohl England wie auch Frankreich sind hochverschuldet. In Frankreich ist es noch dramatischer, weil das Steuersystem ja extrem rückständig ist. Also die haben die wunderbare Idee, immer, oder das System gehabt, dass das Parlement de Paris war zuständig für die Einnahmen und der König konnte selbstständig beschließen, was er ausgeben wollte. Also diese Verzahnung war nicht da. England hat das geschafft in der Glorious Revolution. Da hat das Parlament die finanzpolitische Kompetenz sowohl bei den Einnahmen wie bei den Ausgaben an sich gerissen. Also die hatten das Problem gelöst, während Frankreich das Problem ja nicht löst bis zur Französischen Revolution. Der König ist abhängig von der Zustimmung der beiden Stände, eben dem Parlement de Paris, und hat dann die gloriose Idee, den dritten Stand einzuladen, in der Hoffnung, dass der dann auf seiner Seite sich aussprechen würde, nachdem er ihn vorher 150 Jahre nicht mehr berücksichtigt hat. Und dann hat man die Leute eingeladen nach Versailles. Die mussten halt ein bisschen warten und sind dann auf andere Ideen gekommen. Das ist so etwa die Französische Revolution. Nein, es hat sehr viel damit zu tun, dass die Opposition, die natürlich über das ganze Land verstreut war, die waren plötzlich konzentriert in einem Jahrhundert, wieder im 18. Jahrhundert, wo natürlich die Kommunikationswege noch sehr weit waren, war das nicht eine Einladung, dass sich die viel besser organisieren konnten. Aber das ist der Hintergrund. Also das französische Finanzsystem war absolut dysfunktional. Es gibt dauernd Staatsschuldenkrisen, Bankrotte. Übrigens viel auch mit dem Bankenplatz Genf verbunden. Die Genfer Bankiers haben zu einem großen Teil mit geflüchtetem französischen Vermögen diese französischen Staatsanleihen finanziert. Und immer wenn es dann schief lief, hat man eine Bankenkrise in Genf gehabt. Also da gibt es eine ganz enge Verbindung. Anyway, auf jeden Fall, was ist passiert? Es ist eine ganz simple Geschichte. Die Idee war sowohl in England wie in Frankreich, dass man die Staatsschulden ersetzt durch Beteiligung an einem Kolonialunternehmen. Und dadurch der Staat diese Schulden loswerden konnte. Und es sind zwei Schemen, die ich Ihnen jetzt schnell zeige. Wir müssen nicht alles anschauen. Das Wichtigste ist, da brauche ich jetzt einen Stab oder sonst irgendwas. Es geht schon, ich kann es schon auch zeigen. Es ist diese Beziehung von der Mississippi Company zu den Käufern der Aktien dieser Mississippi Company. Die Mississippi Company war eben ein Kolonialunternehmen, gab es sogar in staatlichem Besitz. Sie wissen ja, dass französische Kolonialgeschichte ist sehr seltsam. Entweder waren sie ganz oben in der Kälte in Kanada und haben Felle getauscht, oder sie waren im schlimmsten Sumpfgebiet, im Delta des Mississippi, also New Orleans. Und die Idee war eigentlich, den Mississippi zu erschließen und da große Gewinne zu erzielen, aber natürlich klimatisch sehr, sehr, sehr schwierig und viele Krankheiten, hat dann überhaupt nicht funktioniert. Aber das Versprechen, dass man mit dieser Mississippi Company Riesengewinne in den Kolonien erreichen könne und dass das französische Publikum eben viel besser profitieren kann davon, wenn es sich eben beteiligt und dafür die Staatsanleihen eintauscht. Und da sehen Sie, das ist da abgebildet, also da oben. Payment for shares in cash, also man konnte natürlich die Aktien einfach wie heute so bezahlen, aber eben die Idee war eigentlich all government paper. Also, und deshalb, das nennt man Debt Equity Swap, also die Schulden werden in eine Beteiligung umgewandelt, das gibt es heute auch oft. Zum Beispiel bei der Bewältigung von Schuldenkrisen macht man das oft, dass diejenigen, die auf die Auszahlung der Schulden warten, also die Gläubiger, dass die dafür beteiligt werden. Auch bei Konkursen ist im Prinzip wird das angewandt. Und das ist das, was passiert. Und das funktioniert natürlich wunderbar, solange die Mississippi Company Dividenden bezahlen kann und solange der Aktienkurs steigt. Ein zweites Element noch war, dass diese Mississippi Company war verbunden mit der Bank Royal. Und diese Bank Royal, die hat Banknoten herausgegeben. Und dadurch haben wir dann im Ergebnis in Frankreich nicht nur einen totalen Börsencrash, sondern auch eine riesige Inflation. Und nach diesem Ereignis
ist der Name Bank oder Bank praktisch nicht mehr verwendet worden für Banken. Das heißt dann immer nur noch Credit, Credit Mobilier, Credit Lyonnais, Credit sowieso, aber Banken kam. Das war so, das Wort Bank war so dermaßen delegitimiert, dass man es nicht mehr verwendete. Also das ist das und dann sieht man natürlich, das funktioniert wunderbar. Der Aktienkurs steigt wie wahnsinnig. Wir sind da von Ende 17, 19 bis 20 und irgendwann mal, ja logisch, ist dann vorbei. Und dann gibt es einen riesen Börsenkrach, riesige Verluste, John Law wird des Landes verwiesen und eben noch zusätzlich diese schlimme Inflation durch die Herausgabe von Banknoten. Und die Banknoten, eben, die kommen zum Teil beim Staat an und zum Teil eben im Publikum. Und das dann mit den Banknoten zum Teil dann auch wieder Aktien kauft. Und eben mehr oder weniger gleichzeitig passiert dieser Debt-Equity-Swap auch in England und da ist es dann eben ohne Bank und ohne Banknoten. Die Bank of England gibt es schon, die schaut schon, dass es keine Inflation gibt, aber auch da sehen Sie, ist genau dieser Mechanismus da. Und auch da geht es eine Zeit lang gut, ein paar Monate und Sie sehen, wie das wieder abstürzt. Und ja, die Leute haben enorme Verluste gemacht. Das ist also wirklich zeitgenössisch, hat das enorme Schaden angerichtet und ist eben lange Zeit hat das auch dazu geführt, dass man sehr misstrauisch gegenüber dem Finanzsystem war. Das ist fast eine moderne Diskussion, wie wir sie auch haben. Und in England wurden die Aktiengesellschaften verboten. Also man hat eigentlich versucht, den ganzen Aktienhandel wieder aus der Börse wegzunehmen, sodass nur noch Obligationen, Staatsobligationen handeln konnte. Also das war ein Erdbeben sondergleichen. Gut, jetzt langsam in die Gegenwart. Wir haben dann eben, wie ich schon gesagt habe, wirklich zyklisch Finanzkrisen mit der Ausweitung der Globalisierung. Und es ist klar, je verflochtener das Finanzsystem global ist, desto mehr ist es verwundbar gegenüber kleinen Störungen und desto mehr gibt es Übertragungen. Jetzt diese Grafik verwende ich einfach, um die letzten 200 Jahre zusammenzufassen. Die blaue Kurve zeigt, wie viele Länder zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Bankenkrise haben. Also wir schauen jetzt nicht auf Staatsschuldenkrisen, sondern Bankenkrisen. Das ist eine Prozentzahl. Und da sehen Sie, wie das da in der ersten Globalisierungswelle zunimmt, bis zum Ersten Weltkrieg. Da kommt eine Phase der Deglobalisierung, dann kommt wieder die zweite Globalisierungswelle. Und Sie sehen, dieser Prozentsatz nimmt wieder zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und die rote Kurve, die bildet sozusagen diese Globalisierung ab, das ist die linke Y-Achse. Das zeigt einfach, wie liberal der Kapitalverkehr international organisiert war. Wenn es da unten ist, dann ist es praktisch unmöglich, über die Grenze Geld zu verschieben. Wenn es Richtung 1 geht, haben Sie praktisch keine Hindernisse. Und am Vorabend des Ersten Weltkriegs war der Finanzmarkt komplett integriert, global. Mindestens, großer Teil waren ja Kolonien, die waren sehr eng, auch über den Finanzsektor, verkoppelt mit den Mutterländern. Dann kracht das zusammen und eben mit der Liberalisierung und der Integration der Finanzmärkte global, ist ganz klar, also es ist kein Beweis, aber die Korrelation ist so riesig, dass es einleuchtet, dass das miteinander zusammenhängt. Und eben, das ist auch theoretisch plausibel. Je größer und integrierter der Finanzmarkt, desto verwundbar und desto mehr Ansteckung gibt es auch. Das ist jetzt nicht bis in die Gegenwart, sondern das ist bis zur Asienkrise. Asienkrise, wo dann auch Russland bankrott geht und Brasilien hat Probleme und die Wall Street wird auch betroffen. Also das ist eine ganz heftige Krise gewesen, die wirklich um den ganzen Globus sich verbreitet hat. Und eben, wir haben das wirklich zyklisch. Das sind in der Regel eben die Zinszyklen. Hier sind es die Zinszyklen des englischen Zinses, also Bank of England, und da ist es dann das Fed. Immer wenn das Fed raufgegangen ist, hat es Probleme gegeben. Und da sind wir eigentlich schon fast in der Gegenwart. Es ist ja von Diokletian bis Bernanke. Was ist jetzt nun eigentlich da passiert? Und das ist schon extrem interessant, weil wenn wir in this time is different,
Bernanke war einer der besten Kenner der großen Depression. Er wusste wirklich alles, hat ganz wichtige, bahnbrechende Forschungspapiere dazu publiziert. Und es gibt eine interessante Aussage von ihm 2002, da war er noch nicht Chef, da war er einfach im Board des FED. Er war einer der Governors, aber er war noch nicht der Chef. Und da ist Milton Friedman, ist glaube ich 90 geworden, oder 80, und da gab es einen Anlass, und dann hat er eben gesagt, eben, wir haben aus der Geschichte gelernt, let me end my talk by abusing slightly my status und so weiter, I would like to say to Milton, also Milton Friedman und Anna Schwarz, das war die Co-Autorin, die beiden haben das wichtige Buch in den 60er Jahren geschrieben, wo eben die große Depression so interpretiert wird, dass das Fett zu wenig agil gewesen ist, zu passiv. You're right, we did it, also we, the Fed, we're very sorry, but thanks to you, we won't do it again. 2006 wird der Chef, ein Jahr später brennen die Finanzmärkte. Und jetzt ist eben, also das ist schon interessant, er wusste genau, dass es gefährlich ist und eben das hat er vor Augen gehabt. Das ist der Zinssatz des Fed und der großen Depression. Also Sie sehen zum einen da diese lange passive Phase, das ist ja die Zeit der Golden oder Roaring Twenties, wo man zu lange die Zinsen tief hielt. Dann hat man die Nerven verloren, weil die Börse wirklich sehr stark zugenommen hat und hat wirklich sozusagen gewaltsam diese Blase zum Platzen gebracht. Also da hat man schon Fehler gemacht. Also da hat man zu lange gewartet, da hat man wahrscheinlich zu rigoros reagiert. Dann versucht man das eigentlich wieder auszugleichen und das gelingt zum Teil ganz gut, aber sehen Sie, dann da gibt es plötzlich eine Zinserhöhung mitten in der schlimmsten Phase der großen Depression und auch Deflation, also die Preise sind pro Jahr 5-10% gesunken. Stellen Sie sich vor, wenn Sie da noch mit den Zinsen raufgehen, das ist ein Realzinsschock, der natürlich nochmals das Bankensystem, auch die Realwirtschaft enorm schädigt, dann geht es nochmals, dann kommt es nochmals und das hat eben Friedman, Schwarz, die beiden haben das gezeigt und das meint eben Bernanke, das machen wir nie mehr. Und da hat er schon recht. Da sehen Sie übrigens, wie die Geldmenge zurückgeht. Friedman und Schwarz sind ja Monetaristen, die beiden. Und die haben eben gesagt, diese Geldmenge M2, die bildet auch die Kredittätigkeit der Banken ab. Die ist gesunken und das darf natürlich nicht passieren. In einer Krise muss man unbedingt dafür sorgen, dass dass die Kredite einigermaßen stabil bleiben, damit die Unternehmen nicht pleite gehen. Und Sie sehen, mit der Schrumpfung dieser Geldmenge ist eine Bankenkrise nach der anderen ausgelöst worden. Das ist dann der Regierungswechsel von Hoover zu Roosevelt und dann stabilisiert sich's. Und da sehen Sie aber auch, dass bei diesem Machtübergabe ist das Vertrauen nochmals komplett eingebrochen. Und seitdem hat man den Amtsantritt des neuen Präsidenten vom März auf den Januar vorverlegt, weil man da hat man das Gefühl gehabt, wenn wir das nochmals haben, dann wird das schwierig und prompt. Finanzkrise 2008, Bush ist im November also gegangen, Obama ist gekommen und es war genau wieder eine solche Zwischenphase wie damals. Also wo die Krise am schlimmsten war, gab es einen Machtwechsel. Bei der CS-Krise ist das wahrscheinlich auch ein Schlüssel, dass Maurer war bis Ende Dezember, Keller-Sutter kam dann im Januar, also das Departement wurde gewechselt und genau in dieser Zeit hat man wahrscheinlich ein bisschen zu lange gewartet. Also das hat Bernanke vor sich gesehen. Aber eben, obwohl er das sehr gut kannte, sagen immer mehr Leute, die das jetzt analysiert haben, was Bernanke 2008 gemacht hat, dass er eigentlich völlig falsch geschaut hat. Er hatte das Gefühl, er müsste erst reagieren, wenn wirklich im Bankensystem ein Problem ist. Was er überhaupt nicht gemerkt hat, ist, dass eben die Krise im Schattenbankensystem explodiert ist. Das ist, was ich am Anfang erzählt habe. Diese verbrieften Hypothekarkredite wurden wie diese Handelswechsel im Mittelalter, die wurden als absolut sichere Wertpapiere verwendet, um Kredite zu besichern. Häufig eben auch kurzfristige Kredite. Und wenn natürlich diese Häuserpreise ein bisschen stärker einbrechen, dann wirkt sich das sofort auf diese Wertpapierkurse aus. Und wenn die nur 1-2% runtergehen, dann sind sie nicht mehr
sicher. Sie können sie nicht mehr verwenden für diese Besicherung von Krediten. Das hat er überhaupt nicht gesehen. Und man sagt eigentlich, dass das Fed, und ich meine, ich gehöre auch, ich habe keine Ahnung gehabt von dem, ich habe es auch, ich sage es jetzt erst, das hat man nicht gesehen. Aber er hat völlig auf das Falsche geschaut. Also er ist sehr gut informiert, aber eben auch wieder, this time is different in dem Sinne, ich weiß, was Finanzkrisen sind, ich weiß, was Bankenkrisen sind. Ich werde vor allem schauen, dass die Geldmenge nicht einbricht, dass Liquidität im System ist, dann kann eigentlich nichts passieren. Aber er hat viel zu lange gewartet, bis er gemerkt hat, wo eigentlich die große Gefahr ist. Und dann hat man auch viel zu wenig flexibel reagiert, als Lehman Brothers vor der Pleite stand, und vielleicht können Sie sich noch erinnern, diejenigen, die das aktiv miterlebt haben. Die erste Reaktion war ja, dass man gesagt hat, ja, das ist gut, endlich mal eine Investmentbank wird mit einem Bankrott bestraft. Aber wir haben dann sehr schnell gesehen, das war eigentlich der schlimmste Entscheid, weil danach wirklich die Panik sich ausgebreitet hat im System. Und da gibt es zum Beispiel ein relativ neues Buch von Lawrence Ball, einem sehr angesehenen Finanzhistoriker, und der sagt eben, was da Ben Bernanke gesagt habe, dass die gar nicht die Autorität oder die Berechtigung gehabt hätten vom Gesetz her oder andere Begründungen, die sind absolut falsch. Und ja, also eine sehr starke Kritik an Bernanke, dass er sich eigentlich völlig falsch verhalten habe. Und Bernanke selber, also ich lese jetzt nicht das ganze Zitat vor, vielleicht außer den letzten Satz da, ja, it shows that in reality the Fed could have rescued Lehman. Und dann gibt es dann Ben Bernanke, da sehen Sie, wie er das unterschätzt, noch 2007 im März, als die Häuserpreise schon deutlich sinken, sagt er, das sei kein Problem, das sei nur so in einem kleinen Markt. Also er hat nicht verstanden, eben, dass dieser kleine Markt entscheidend war, nochmals für dieses Schattenbankensystem. Das ist wie ein zweiter Geldmarkt neben dem offiziellen. Und dort, das ist extrem gefährlich. Und 2014 hat er dann gesagt, ja, hat er ein bisschen zugegeben, dass er sich geirrt hat. Eben, er werde immer wieder gefragt, warum habt ihr das nicht früher erkannt? Dann sagt er, ja, genau das finde ich das Entscheidende da. The other thing we were slow to see was to recognize the fact that bank runs were a different animal now. Also er hat immer noch das Gefühl, erst wenn die Leute dann auf die Bank rennen und das Geld abziehen, dann muss ich aktiv werden. Aber es gab einen Bankrun in diesem Schattenbankensystem. Und da gibt er dann zu, eben, different animal. Oder er hat immer auf Elefanten geschaut und nicht gemerkt, dass irgendwie auch ein Meerschweinchen sehr viel Schaden anrichten kann. Und damit komme ich eben zum Schluss. Eben nochmals, Sie haben ja, glaube ich, wirklich gemerkt, es ist oft einfach Krieg, Staatsschulden oder eben Banken, die zu viele Hypothekarkredite verteilt haben. Es ist wirklich banal. Irgendwann mal ist das vorbei, dann kehrt es, dann kommt es zum Ausverkauf und schwappt dann auf die Realwirtschaft über. Eben, wir können es nicht verhindern. Warum? Eben, das sind die drei Dinge, die ich schon gesagt habe. Und eben deshalb habe ich jetzt Bernanke nochmals gebracht. Bernanke war sicher nicht einer, der nicht vor Finanzkrisen gewarnt hätte. Aber er war eigentlich der bestvorbereitete Krisenmanager, aber hat einen riesen Fehler gemacht. Er hat am falschen Ort hingeschaut. Und deswegen, wenn er es sogar falsch macht, dann, ja, dann kann man es einfach nicht verhindern. Und ich finde auch jetzt im Zusammenhang mit der UBS-Diskussion, finde ich das eigentlich die wichtigste, der historische Beitrag, den wir geben können. Das wird dort sicher wieder etwas passieren. Wir wissen nicht wann, wie. Keine Ahnung, das kann man nicht sagen, aber es wird todsicher wieder, irgendwo wird es dann wieder Probleme geben. Und die Idee, dass man das verhindern kann mit guter Regulierung oder mit besser ausgebildeten Aufsichtspersonen, also da würde ich sagen, vergessen wir es. Das geht einfach nicht. Obwohl es nicht schwierig ist, das geht nicht. Ja, okay, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank für
diesen Einblick in die Finanzgeschichte. Wir haben immer gesagt, dass uns der Blick in die Vergangenheit oft auch hilft, etwas Gelassenheit zu gewinnen, wenn wir in die Zukunft blicken. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt gelassener in die Zukunft schauen, aber mindestens können wir sagen, ja, es ist halt nicht ganz zu verhindern. Es gibt sicherlich Fragen. Ja, ich glaube, es gibt ganz viele Fragen. Die erste, warum hat es denn zwischen 45 und 73 keine Krise gegeben? Also das wäre ja dann sozusagen die Entgegnung der pessimistischen Sicht. Ne? Ja, sorry, das habe ich vergessen, aber richtig. Ja. Haben Sie noch eine zweite Frage? Oder? Das ist sie, okay. Ja, da bin ich zu schnell vorwärts gegangen. Also ich habe ja gezeigt, wir haben zwei Globalisierungsphasen. Das ist so die Dampfschiff, Eisenbahn, Telegraph und so weiter Geschichte. Und das ist dann die Nachkriegszeit. Und da sieht man, hat man fast keine Bankenkrisen. Aber eben, das ist eine Zeit, wo wir erstens mal im Finanzbereich kaum internationale Verflechtung haben. Aber es hat mit den Kriegen und der Weltwirtschaftskrise zu tun. Also es ist wirklich eine klassische Nachkriegssituation. Und es war auch so, diese Zeit war ja auch geprägt von einer sehr starken Kontrolle des Bankensektors, weil man die Staatsschulden wieder abbauen musste nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Schweiz ist da ein bisschen speziell, aber die meisten Länder hatten zum Beispiel Vorschriften für die Banken auf der Passivseite, also wie hoch der Zins maximal sein darf. Sie hatten auch, also um eben die Schuldzahlungen möglichst tief zu halten, sie mussten Staatsanleihen halten zu einem tiefen Zins. Also das war komplett kontrolliert. Und in einem solchen Umfeld ist natürlich die Wahrscheinlichkeit einer Bankenkrise viel kleiner. Aber der Punkt ist halt, das war eine vorübergehende Zeit. Es gibt Leute, die sagen, wir müssen wieder da zurück. Aber das war, wie gesagt, eine Nachkriegszeit, aus einer Friedenszeit in einer Situation wie hier, wo sie sozusagen eben den internationalen Kapitalverkehr wieder kontrollieren, wo die Banken ganz streng reguliert werden, auch gewisse Größe gar nicht erreichen können. Deswegen, das halte ich einfach für unrealistisch. Und das war nur eine Frage der Zeit, bis dieses System halt wieder, also diese Globalisierung der Handelsströme auch zu einer Globalisierung der Finanzströme und damit auch zu einer Liberalisierung des ganzen Bankensektors geführt haben. Also, so würde ich es erklären. Also ich meine, es gibt eben die andere Meinung, man könne zurück, indem man eben wieder ganz stark, aber ich halte das für unrealistisch. Also, und Bretton Woods, oder das ist ja die Bretton Woods-Zeit, die wird auch ein bisschen idealisiert. Also das Bretton Woods-Währungssystem, also es ist eine ganz kuriose Geschichte. Erstens wurde es nie so implementiert, wie man es eigentlich geplant hatte. Und als man dann dem ursprünglichen Plan etwas näher gerückt ist, ist es eigentlich schon wieder zum Untergang verurteilt gewesen. Also schon 1960 war eigentlich das Todesurteil schon gesprochen und man wundert sich eigentlich in der Forschung eher, dass es dann noch etwa 10 Jahre überleben konnte. Aber es brauchte unglaublich viele Feuerwehrübungen und Stützungsaktionen. Also, aber das ist eben, diese Zeit ist eigentlich, die war sehr gut. Die Finanzstabilität war enorm hoch. Das ist unbestritten. Also das kann man nicht wegdiskutieren. Danke vielmals, ich fand das wirklich sehr spannend. Ich wollte gerne fragen, bei Ihrer Theorie, beim dritten Punkt oder auch beim ersten, this time is different, könnte man das auch so deuten, dass der Markt selbst immer wieder anders ist, sich immer wieder neu zeigt und deswegen ist es unglaublich schwierig, wie Sie gesagt haben, nicht sogar unmöglich, das regulieren zu wollen, weil das wächst einfach dynamisch. Ja. Es findet eben immer wieder in einem anderen Bereich statt, eben bei anderen Wertschriften oder bei den Banken selber oder bei den Krediten. Das ist natürlich so. Und die Finanzmärkte entwickeln sich sehr schnell. Jetzt haben wir ja wieder die Diskussion bei der CS-Krise, dass dieser digitale Bankrun ist natürlich viel schneller, als er vor 20, 30 Jahren war. Also das ist genau so. Und eben man denkt, man weiß halt nie, wo es passiert. Bei der CS, oder auch da, es war nicht das Investmentbanking primär, sondern die haben
Kredite an Gesellschaften gegeben, die einfach miserabel gewirtschaftet haben, und man versteht nicht, wie man überhaupt einen solchen Kreditentscheid. Da hört dann das Verständnis bei mir auch, bei allem Verständnis für Fehler. Also das kann man fast nicht nachvollziehen. Es war nicht Investment Bank, es war nicht Aktienhandel, es war nicht, was die UBS gemacht hat, eben mit diesen verbrieften Hypothekarkrediten. Und das Zweite war, und das ist sehr beunruhigend, bei der Vermögensverwaltung ist man immer mehr dazu übergegangen, den ganz reichen Leuten auch Kredite zu geben. Also man hat die Trennung zwischen Vermögensverwaltung, die ja außerhalb der Bilanz ist, oder da ist die Bank eigentlich nur Treuhänderin. Man hat plötzlich begonnen zu sagen, ja, ich könnte auch noch einen Kredit für eure Firma haben, und da haben wir noch Hypothekarkredit. Das heißt, diese Trennung ist aufgehoben worden und Probleme in der Vermögensverwaltung sind dann voll auf die Bankbilanz übertragen worden. Und einer der Architekten, das ist der jetzige Chef der Vermögensverwaltung bei der UBS. Und ich weiß nicht, was der jetzt, also das muss man ganz genau beobachten, ob die jetzt auch damit beginnen oder gerade daraus lernen und wieder zu dieser Trennung übergehen. Sie haben es auch bei Benko gesehen, Julius Bär. Das ist nicht, weil sein Vermögen falsch angelegt wurde, sondern man hat ihm einen Kredit gegeben aus der Bilanz ohne Sicherung. Das ist ja auch ein Rekord, oder? Also man gibt eine Hypothek. Nein, ich meine, das ist nicht nachvollziehbar. Man hat ihm einen riesen Kredit gegeben, ohne im Falle eines Bankrotts nachher Zugriff auf die Immobilien zu haben. Also das sind die Fehler. Und das ist etwas völlig anderes, als was die UBS 2006, 7, 8, was dort das Problem ist. Also es ändert sich immer wieder. Ja. Und die Märkte ändern sich auch immer wieder. Ja. Ja. Und auch du musst sagen. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Oh, okay. Wir sind direkt bei der richtigen Folie. Ich hätte nur eine quasi methodische Frage. Ja. Bezüglich des späten 19. Jahrhunderts haben wir einen Fall, dass es Krisen gibt, aber darunter die Kapitalmobilität nicht so richtig leidet. Also den Gründerschwindel, die Panama-Krise in Frankreich und so weiter. Und das führt aber gerade nicht zu diesem charakteristischen Rückgang der Mobilität, die wir zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg haben im Bretton Woods-System. Ja, genau. Wie kommt das? Also ist das dann sozusagen dann nochmal ein Fall, wo es anders ist und man andere Lektionen lernt? Was ist da sozusagen, was ist die Herkunft dieses anderen Ansatzes? Ja, das ist eine gute Frage. Also die Finanzkrisen führen nicht dazu, dass der Kapitalverkehr nachher eingedämmt wird, sondern es braucht eben riesige Schocks, zwei Weltkriege, und die Weltwirtschaftskrise ist natürlich weit mehr als eine Finanzkrise gegeben. Da geht es eben, Sie sehen das ja bei dieser Grafik, sehen Sie es gut, es geht von etwa 30 bis, also etwa 4 Jahre geht es nur abwärts. Also das ist die schlimmste Krise der letzten, weiß nicht, 200-300 Jahre. Und das führt dann zu einer Deglobalisierung. Deswegen würde ich auch heute nicht, bin ich nicht so pessimistisch. Also wenn es jetzt in Taiwan zum Beispiel einen Krieg gibt, das wäre ganz schlimm. Das führt wirklich zur Deglobalisierung wahrscheinlich. Aber die Reaktion ist eben, wie Sie sagen, es gibt zwar immer wieder Störungen, es gibt globale Finanzkrise, aber die führen nicht dazu, dass die Globalisierung als Ganzes zerstört wird. Es wird vielleicht ein bisschen gebremst oder es gibt eine Pause. Aber eben, das ist eine ganz spezielle Zeit, die sich hoffentlich nicht mehr wiederholen wird. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass sich das wiederholen wird. Ja, vielen Dank. Sie sagen, es kommt einfach wieder, man kann auch regulieren. Aber gleichzeitig sagen Sie, das ist ein Fehler, wenn man einen Kredit vergibt, ohne dass man Rückstellungen hat. Also irgendwo muss man sich doch dann tatsächlich überlegen, ob man nicht gewisse reguliert. Natürlich, eine Bank muss wachsen, alles zusammen. Aber wenn es solche Fehler gibt, dann kann man doch irgendwo eingreifen, dass man sagt, es braucht Minimum so viel, wenn man einen Kredit vergibt, sei es, man hat das angelegt, sei es, man gibt nur so viel. Es müssen die Sicherheiten wirklich kontrolliert werden und so weiter und so fort. Natürlich, wenn etwas passiert, dann leiden auch andere darunter. Aber vielleicht könnte man die Gier, die hier dann mitspielt, man will immer mehr. Irgendwo muss man doch einfach sagen, so, sorry, wenn man immer mehr will, nach 5 Jahren einen Kollaps, dann hat gar niemand mehr etwas.
Also versucht man das Wachstum vielleicht ein bisschen einzudämmen. Ja, eben. Also ich bin nicht gegen Regulierung, ist ja logisch. Also es gibt ja die Vorgaben. Ich weiß jetzt nicht, wieso Julius Bär das nicht gegolten hat. Könnte eben sein, dass es eben ein Kredit war für einen speziellen Kunden, der schon, ich weiß nicht, wie viel Vermögen verwalten ließ. Das weiß ich nicht. Aber es gibt ja die Vorlage. Also wenn eine Kantonalbank einen Hypothekarkredit gibt, muss sie relativ viel Eigenkapital hinterlegen und sie hat immer Zugriff nachher auf die Immobilie und so weiter. Also ich kann jetzt dem Fall nicht genau sagen. Also da bin ich schon völlig einverstanden, dass es Regulierung braucht. Aber was ich eben wirklich zurückweisen würde aus historischer Sicht, ist die Idee, dass man das irgendwie, auch die Gier da irgendwie zähmen kann. Das schaffen sie nicht. Also bis jetzt hat man es probiert und es hat nicht, und wir haben ja jetzt seit 20 Jahren immer die gleiche Diskussion. Mein Vorschlag wäre einfach, dass man erstens ehrlich sagt, es kann wieder passieren, also dass man das mal zugibt. Dann zweitens würde ich auch sagen, der Staat muss es machen. Ich verstehe nicht, warum man unbedingt eine Regulierung oder ein Abwicklungsszenario will, wo der Staat keine Rolle spielt. Ich habe kein Problem damit. Ich habe nur ein Problem damit, wenn der Staat Verlust macht. Aber wenn man es gut macht, macht man bei Bankenkrisen keinen Verlust. Also da hat man x Beispiele, wo das gut funktioniert hat. Also da bin ich anderer Meinung. Und drittens, wo ich glaube, da können wir enorm viel noch nachregulieren, ist, dass diejenigen, die verantwortlich sind, ihre Boni wieder abgeben müssen. Das gibt's aber schon. Das gibt es zum Beispiel in London, das nennt man Clawback, oder man nimmt das zurück. Solche Dinge, glaube ich, sind viel wichtiger, dass diejenigen, die verantwortlich sind, nicht unbedingt ins Gefängnis kommen. Das finde ich wieder schwierig, sehr schwierig nachzuweisen, ob vorsätzlich illegal gehandelt hat. Das kann einfach eine Fehleinschätzung sein. Das haben wir bei der Swissair gesehen. Das können Sie auf Rechtswege fast nicht nachweisen, aber Sie können die Verantwortlichkeit viel besser regeln. Und ich glaube, die Leute akzeptieren schon, dass der Staat eingreift, aber da muss nachgebessert werden. Dann akzeptiert man, glaube ich, auch eine Staatsintervention eher, als wenn man sagt, das wollen wir gar nicht, dann muss man es trotzdem machen und am Schluss sieht man eben, dass diejenigen, die verantwortlich sind, überhaupt nichts dazu beitragen müssen. Das, glaube ich, ist realistisch. Ja. Müsste man nicht an der FINMA auch eine gewisse Strafkompetenz zugestehen? Ja, eben, ja schon, aber eben, wie gesagt, das ist wahnsinnig schwierig. Das Hauptproblem ist, das habe ich sogar als Hemmung empfunden. Ich habe ja auch gesehen, dass die CES ein Problem hat. Aber ich war sehr, sehr zurückhaltend. Und jetzt sagen alle, ich hätte es verharmlost. Aber es ist gefährlich, wenn Sie als FINMA plötzlich in der Öffentlichkeit eine Bankleitung angreifen, ja, dann gehen die Kunden und dann sind sie nachher schuld am Bankrun. Das ist wahnsinnig gefährlich und das macht die öffentliche Kommunikation so schwierig. Und es war auch auffällig in den Tagen, wo es dann, also am Schluss da im März, da war es ganz still, da haben ganz wenige Leute haben gesprochen, weil alle das Gefühl hatten, also jetzt will ich mich nicht blamieren. Es war und vor allem diejenigen, die verantwortlich waren, komplett. Man musste diejenigen gar nichts sagen, die sind jetzt da irgendwo im Hintergrund am Arbeiten. Also das macht es eben auch so schwierig, Finanzkrisen frühzeitig zu bremsen. Das zeigen nachher alle mit dem Finger auf Sie, wenn Sie recht haben. Das macht es schwierig. Du hast ja mehrmals gesagt, es ist ja rational, sich am Boom zu beteiligen. Und da kommt ja auch häufig dann der Vorwurf, der jetzt hier mitgeschwungen hat und auch bei dir in der Antwort, also die Gewinne sind privat und die Verluste, die werden dann halt verstaatlicht. Und das trägt ja dazu bei, dass die Beteiligung am Boom eben einfach rational ist, weil man ja weiß, ja, wenn es dann ganz schief geht, geht es mir persönlich dann doch nicht so schlecht. Das ist dabei ein Problem. Aber also sozialisiert werden die Verluste nicht, wenn man es richtig macht. Bei der UBS hat die Eidgenossenschaft und die SNB haben 6 Milliarden verdient. Sogar bei der CS hat man ein paar hundert Millionen jetzt schon eingenommen. Also das stimmt ja nicht ganz. Aber eben für das Persönliche, glaube ich, das ist das Entscheidende. Und da kann man etwas tun. Die können natürlich nicht die Verluste dann begleichen. Die Bank ist dann weg. Aber da sind die Hauptgeschädigten, sind natürlich die Gläubiger und die Aktionäre.
Und da habe ich kein Mitleid. Ich meine, die wussten, also gerade bei der CS. Also wer das nicht gemerkt hat, dass die Bank irgendwann mal vielleicht ein Problem haben könnte. Ja, oder auch die Leute, die diese 81-Bonds haben, das kennen Sie vielleicht, das sind die Bonds, die umgewandelt wurden in Eigenkapital. Da hat man enorm hohen Zins bekommen. Ja, wieso bekommt man so einen hohen Zins? Ja, weil es riskant ist. Und man kann nicht beides haben, man kann nicht Risiko haben, hohen Zins holen und dann, wenn es dann passiert, sagt man, ja, aber das hättet ihr mir vorher sagen müssen. Also, ja, aber da stimmt ja das System. Die Aktionäre haben die meisten Verluste oder die Obligationäre oder die Halter dieser Spezialobligationen. Aber das ist wichtig, der Staat darf keinen Verlust machen. Wenn es gut macht, geht das. Ja. Das ist nicht Sozialisierung des Verlustes. Sollte man die UBS jetzt irgendwie aufsplitten? Sie haben gesagt, Die nächste Krise kommt, wir haben eine Monsterbank, sollte man die, dass wir wieder zwei haben? Ja, also das, es gibt jetzt verschiedene Vorschläge. Ich glaube, die Grundentscheidung, das Parlament oder dann vielleicht auch wir an der Urne machen müssen, wollen wir die UBS noch oder wollen wir sie nicht? Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn man beginnt, sie auseinanderzunehmen oder sehr hohe Kapitalvorschriften zu erlassen, dann geht sie. Aber das muss man diskutieren. Vielleicht ist das die beste Lösung. Wenn man sie aber behält, dann glaube ich nicht, nochmals, sie können es doch so schlau regulieren. Aufsplitterung heißt ja, das heißt eigentlich, sie zerstören die UBS, wie sie jetzt ist. Der Witz der UBS oder der Schweizer Banken war ja immer diese integrierte Bank. Und wenn sie sie aufspalten, ist sie nicht mehr, dann ist es vorbei. Also sie können nicht sie aufspalten und sagen, wir wollen die UBS eigentlich schon noch als Großbank bei uns. Das, glaube ich, geht nicht. Aber das ist eine Option, die man haben kann, wenn man einfach der Meinung ist, es ist zu riskant, diese Bank weiterhin zu haben. Aber dann sollte man ehrlich sein und sagen, wir wollen sie nicht mehr. Wir machen so hohe Kapitalvorschriften. Oder wir nehmen sie auseinander. Was eben ein bisschen irreführend ist, Glass-Steagall geht natürlich nur an einem großen Finanzplatz, wie in London oder in New York, wo man natürlich als spezialisierte Investmentbank oder als reine Commerzbank immer noch genug Geschäfte hat. In der Schweiz können Sie wir haben ja gar kein Investmentbank in der Schweiz. Also, sie würden einfach den angelsächsischen Teil abspalten, aber dann wäre die UBS in der Schweiz eigentlich noch einfach eine schweizerische UBS mit Vermögensverwaltung, ein bisschen eine größere Julius Baer. Aber das kann man schon tun. Aber einfach, dass man das Gefühl hat, man kann jetzt mit einer Aufspaltung der Bank die Bank dann doch hier halten und sie sicher haben, glaube ich nicht. Ich glaube, aber das ist sehr schwierig politisch, weil wer sagt schon öffentlich, ja, wir wollen sie nicht mehr, sondern man sagt, wir spalten sie auf oder ein bisschen höhere Kapitalvorschriften. Aber ja, implizit ist klar, dass sie dann mehr oder weniger bald sich so verändert, dass sie nichts mehr zu tun hat mit der jetzigen UBS. Und wenn man sie aber behält, eben muss man darauf vorbereitet sein. Das ist eine Folgefrage auf Ihre Antwort auf die allererste Frage. Sie haben gesagt, es ist unrealistisch, in diese Regulierung der Nachkriegszeit zurückzukehren. Ist das, weil es wirtschaftlich schlechter wäre, so zu regulieren, als nicht zu regulieren? Oder weil es zu kompliziert wäre oder politisch nicht möglich ist? Und wieso ist das unrealistisch? Es sind, glaube ich, alle Gründe, die Sie genannt haben. Aber das müssen Sie sich vorstellen, in dieser Zeit, wenn Sie jetzt in die Ferien gegangen, sagen wir mal, die belgische Familie will nach Italien in die Ferien, dann müssen sie vorher zum Amt gehen, wird alles genau festgelegt, wie viele Devisen sie mitnehmen dürfen. Wenn sie nach Hause kommen, müssen sie diese Devisen, die Lira müssen sie dann noch loswerden. Es geht schon, es ist nicht kein schlimmes Leben, aber es ist wahnsinnig mühsam. Eben Banken, wenn sie wollen jetzt irgendwie eine argentinische Obligation kaufen, ist wahnsinnig mühsam, dürfen sie vielleicht gar nicht und so weiter und so fort. Also es ist wirklich eine ganz andere Welt und ich glaube, sie finden politisch keine Mehrheit. Es gilt auch für die Steuersätze. Hier waren die Spitzensteuersätze waren etwa 90%.
Das geht im Krieg. Und ein Grund, warum man die Staatsschulden schnell wieder runterbrachte, war, dass man diese Spitzensteuersätze noch länger oben halten konnte. Aber irgendwann in der Friedenszeit ist der Steuerwiderstand zu groß geworden. Die Leute haben das begonnen, das zu umgehen, weil es nicht mehr plausibel war in der Friedenszeit, diese Kriegssteuersätze. Also das meine ich. Oder? Und wenn Sie jetzt wieder zurück wollen zu 90%, dann ist natürlich der Widerstand viel größer als in einer Kriegssituation, wo klar ist, dass da ja, die Opfer sind, müssen größer sein, gerade von den begüterten Schichten. Und das ist das, ja, das ist so ein bisschen die, also in Friedenszeiten, Sie sehen ja, in beiden Zeiten ist die Tendenz in die andere Richtung gegangen. Also das zurückzudrehen, das ist wahnsinnig schwierig. Aber rein aus wirtschaftlicher Sicht wäre es für die Wirtschaft besser, oder schlechter, eine solche Regulierung einzuführen? Ja, das ist auch schwierig zu beantworten. Eben, also ich meine, das Wachstum war ja da sehr hoch, aber es war eben auch eine Zeit, wo man von einem tiefen Niveau aus wieder den Welthandel in Gang setzen konnte. Und da hat man sich große Produktivitätsfortschritte erreicht. Und ich glaube schon, wenn Sie im Güterhandel global wären, dann haben Sie so viele Finanzströme nur schon für die Begleichung dieser realen Transaktionen, das können Sie fast nicht mehr kontrollieren. Und China hat auch Mühe. China hat ja dieses System. China hat kontrolliertes Bankensystem. Kapitalverkehr ist kontrolliert. Das ist auch sehr schwierig, selbst für eine Diktatur, das wirklich wasserdicht umzusetzen. Es gibt auch aus China Kapitalflucht. Ich glaube, es ist unrealistisch. Es ist eine Sondersituation. Aber es gibt andere Meinungen. Also ich will nicht sagen, dass das die einzige. Aber mir leuchtet die andere Meinung einfach nicht ein, aber es gibt sie. Wenn ich noch vielleicht zwei neue Stichworte hier reinbringen dürfte, aber ich möchte da nicht, dass der Abend allzu lange würde. Es gab mal auch in der Schweiz die Diskussion, Vollgeld könnte bremsend wirken, könnte die Banken eben auch disziplinieren. Wie sieht dieses Thema aus? Vollgeld, würde das natürlich nicht nur in einem Land, sondern weiterum, oder? Ein Vollgeldsystem, würde das dieses Krisenrisiko reduzieren? Und das zweite Stichwort wäre noch Kryptowährungen. Ist bei den Kryptowährungen eher ein zusätzliches Risiko mit drin, oder würde Krypto eher helfen, Risiken einzudämmen? Ja. Also die zweite Frage habe ich befürchtet. Es kommt immer, aber ich verstehe zu wenig. Beim ersten, ja klar, also wenn ein Vollgeldsystem macht das Bankensystem natürlich viel, viel stabiler, weil die Banken dann nicht mehr über Kredite sozusagen prozyklisch die Verschuldung im Aufschwung erhöhen können und dann in der Krise wieder genau in die andere Richtung gehen. Ja, das ist klar, ja. Das wäre schon eine Stabilisierung. Ja. Aber es ist halt auch da, eben, wie du gesagt hast, wenn es in einem Land ist, dann funktioniert das natürlich nicht. Das ist wie bei der Finanztransaktionssteuer, das kann man nicht in einem Land. Also das geistert ja jetzt bei der Finanzierung der AHV als Modell, das geht nicht. Also das kann man nicht in einem Land machen. Vollgeld, ja. Wir haben ja darüber abgestimmt. Vielleicht kommt das wieder, kann schon sein. Aber wäre eigentlich ein gutes. Also ich bin nicht dafür, aber es wäre für dieses Thema wäre es enorm stabilisierend. Ja. Und eben auch Krypto, also verstehe ich zu wenig. Ich finde es auch noch nicht absehbar, wohin die Reise geht. Bisher ist es eher noch ein Randphänomen, aber es kann plötzlich sehr wichtig werden. Ja. 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 Ich nehme noch zwei kurze Fragen. Ja, ich habe noch mal eine Frage. Und mich wundert, dass in Ihrem Vortrag der Begriff Ponzi-System nicht vorgekommen ist. Ponzi-System, ja, das ist, wie hat man, das haben wir doch als Kinder immer gespielt. Wie hieß das? Ich gebe dir 5 Franken. Also meine persönliche, ich beschäftige mich ein bisschen damit, es gibt keine Krise, wo es kein Ponzi-System gegeben hat. Ja klar, das ist die ganze der Aufbau der Verschuldung, das beruht auf Versprechungen, die immer weniger eingehalten werden können. Das ist eigentlich schon drin, ja. Aber Ponzi ist natürlich vollkommen fiktiv, da wurde gar nichts erwirtschaftet.
Ich meine, beim Aufbau von Kreditschulden, da steckt schon auch viel. Die Theorie vom Ponzi-System geht etwas breiter, als dass da nichts Reales passiert. Ja gut, weil die Frage also ist, die Ökonomen sind da schon etwas intensiver. Und jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, man müsste das Ponzi-System regulieren. Und das ist der Hebel. Wie kann ich das verhindern, dass so ein Schneeballsystem immer größer wird und dass sozusagen, wenn man das schafft, dann würde man wahrscheinlich ihre Probleme lösen können. Aber das ist ein bisschen, was mit der Vollgeldgeschichte natürlich angestrebt wird, dass man nicht aus einer Million Sparguthaben 10 Millionen Kredite machen kann. Also Ponzi meinte ich nur, ich habe es jetzt im wörtlichen Sinn genommen, wie es Ponzi selber, das war wirklich nur heiße Luft, aber... Na klar, das ist Schulden, das ist immer ein Versprechen, das nicht eingehalten werden kann und dann wird es gefährlich. Also das in dem Sinne meine ich das schon auch. Aber das hat mit dem Bankensystem stark zu tun. Also früher hat man das eben diese Zeit, wo das keine Krisen gegeben hat, da gab es ein Instrument, das hieß Mindestreserve. Das war so ein bisschen in die Richtung. Ja, genau. Und warum könnte man das eigentlich nicht wieder einführen? Also das haben wir wieder. Also die SNB hat das ja jetzt wieder erhöht. Um die Liquidität, das gibt es schon noch. Ja. Aber das läuft auf dasselbe hinaus, dass natürlich die Banken nicht mehr, eben diesen Kreditmultiplikator, der wird mit den Mindestreserven natürlich eingeschränkt. Aber das geht in dieselbe Richtung wie die Vollgeldgeschichte. Aber ich sehe einfach, also die grundlegenden Reformen, die sind sehr, sehr schwierig durchzuführen. Ja. Wir sprechen ja heute über Finanzkrisen. Was sehen Sie die größten Risiken für die nächste Finanzkrise an? Ja, wenn ich das drei wüsste, Risiken. So. Wenn ich das wüsste, wäre ich nicht Professor, dann wäre ich jetzt... Aber Sie können ja aus der Vergangenheit schöpfen, vielleicht. Nein, eben der Witz, die Definition der Krise ist ja, dass man es nicht voraussieht. Das ist genau der Witz. Also man kann natürlich immer aufzählen, wo sind eben kurzfristige... diese Verwundbaren, das ist klasse, es sind Schwellenländer, es ist Hypothekarmarkt, es sind Staatsschulden, es sind Währungskrisen, also das schon, aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wo es wirklich am gefährlichsten ist. Das ist nicht möglich. Ja. Tut mir leid. Aber es wird passieren, immerhin das kann ich Ihnen sagen.